Was geht YouTube? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live-Gameplay-Commentary von mir. Mein Name ist Arthur, aka Gameplay zu 100. Und wir landen heute in Fortnite bei Dusty Devote. Und schau mal, was hier so geht. Ich habe ein hoffentlich schönes Thema für euch heute vorbereitet. Und zwar geht es um die Season 8, die ja noch genau am 28.02. starten wird. Sind noch ein paar Tage hin. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gerade überhaupt gar nicht sicher, wie viele Tage genau das sind. Okay, da hat er mich gesehen und ist gleich wieder abgehauen. Das ist schon mal ziemlich verdächtig. Ich weiß nicht, was er vorhat. Wir haben auch leider nur die Farmers. Hallo, was machen Sie hier? Hallo, was machen Sie hier? Okay, da wurde irgendjemand brutal erschossen. Ich weiß leider nicht wer und wo. Auf jeden Fall kommen wir mal kurz zurück zum heutigen Thema. Es geht ja um die... Oh, diese Schrotflintengeräusche. Digga, was machst du mit mir? Okay, das... LOL, ist ein Ninja oder was? Okay, da haben wir ihn. Und gleich die Schrotflinte. So, kommen wir jetzt endlich. Das ist wieder viel zu still hier am Anfang. Von mir. Kommen wir mal zum heutigen Thema. Und zwar Season 8 Leaks. Ich habe mich mal so im Internet, im World Wide Web, umgeschaut und mich mal so erkundigt. Zu Season 8, da sie ja schon am 28. Februar, also in knapp kurz vor einem Monat, beginnt. Und ich bin auf ein, zwei interessante Videos gestoßen, wo unter anderem ein Trailer gezeigt worden ist. Den werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Dazu möchte ich nämlich als erstes was sagen. Und in diesem Trailer geht es darum, dass der Wirken zurückkommt und der ja sozusagen die Würfel-Storyline in Season 8 fortgefahren wird. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt an diesem Trailer, ist dieser sehr gut ja, nachbearbeitet, würde ich sagen. Denn dass das echt ist, auch mit dem Epic Games Logo am Ende, was nicht so wirklich hinhaut, wie es eigentlich sein sollte. Ja, sollte man wieder erkennen. Es gab es ja auch schon zu Season 6, also als wir noch in der Season 6 waren, zu Season 7, so ein Trailer mit den Robotern und so weiter. Der war auch ja, schön nachbearbeitet, was heißt gefaked? Jeder kann ja seinen eigenen Trailer machen in Fortnite, dafür gibt es ja diese Bearbeitungstools alle. Und wer darauf Bock hat, der kann das halt gerne machen. So, wir gehen einmal kurz runter zu Shifty. Ja, die Shifty Dusty Devote. Und gucken mal, ob hier sich hier noch irgendeiner umtreibt, außer die Zombies. Und ja, also dass man diesen Trailer als nicht echt abstempeln kann, das ist relativ offensichtlich. Kommen wir aber mal zu den anderen Sachen. Und zwar habe ich da ein Video von einem anderen YouTuber gesehen und der hat mal so einige Behauptungen, ich weiß nicht, aufgestellt, was in der Season 8 kommen könnte. Ich glaube, der hat es sogar als Leaks bezeichnet, wo ich sagen muss, viele dieser Behauptungen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Experte in Fortnite. Aber. Was ist sonst? Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich so ein oder andere Sachen sagen kann, ja oder nein. Und zwar fangen wir mal damit an, wo ich sagen muss, das kann durchaus kommen in Season 8. Und zwar.
haben wir ja jetzt sozusagen früh im Winter in Fortnite mit Wintermap und so weiter und so fort. Und er meinte, dass die Map frühlinghafter wird. Das würde ich sofort unterschreiben, denn dass die Map nicht so bleiben wird, ist natürlich, glaube ich, Fakt. Oh, sehr nice. So, den töten wir mal kurz. Digi, mach hier keine Welle. Und dass die Map frühlinghafter wird, das ist natürlich, glaube ich, sowieso, weil das passt halt sofort. Wenn Winter ist, kommt was Winterliches. Wenn, ich meine, wenn Halloween ist, kommt ja auch irgendwas. Und dass das kommen wird, ist, glaube ich, so klar wie das Abend in der Kirche. Und ich finde, das ist eine Sache. Oh, Digga, mach kein Auge hier. Mach kein Auge, Bruder. Alles klar, da haben wir ihn. Sehr schön. Puh. Alter, was ist denn hier los mit den ganzen Zombies, ey? Beast Mode an, oder was? Jetzt sterb doch mal, du scheiß Vieh. Und diesen Schack-Schack, ey. Erstmal noch den Loot hier kurz mitnehmen. Boah, den werden wir uns gleich so gönnen. Nachdem wir die ganzen nicht immer kurz umgebracht haben, okay, das nützt nichts. Da gehen wir gleich einmal hin. Wir müssen uns erstmal heilen. Und oh, wo waren wir denn? Ey, diese Zombies, ich meine, oh, hier sind auch Zombies, ey. So. Heilen wir uns erstmal kurz neben Chuck nehmen. So, einmal kurz durchatmen. Dankeschön. Das Frühlingshafter wird, das stimme ich vollkommen zu. So, als nächster Punkt, das er genannt hat, wäre, dass ja der ganze Schmelz, der jetzt gerade auf der Karte ist, und davon ja nicht so wenig, sozusagen schmelzen soll und dass es überschwemmt wird. Und das ist dadurch, dass es jetzt sozusagen überschwemmt ist. Ach, Bruder. So, AIDS. Dass dadurch, dass es überschwemmt wird, Boote kommen sollen, die ein Gewehr vorne haben. Okay, wo fighten die? Die ein Gewehr vorne haben sollen. Und da, wo man andere Gegner denn sozusagen, wie Flugzeuge, ihr wisst bestimmt Bescheid, was ich meine. So. Oh, scheiße, die Zombies. Ha! Junge, Alter! Abo, der echte! Junge! Gib mir deine scheiß AK! So Leute, die Zone kommt, ich muss leider, ich habe auch nicht mal so viele Mats, das ist halt das riesen Kackproblem gerade. Aber die reaktiven Hängegleiter. Und ja, so viel zu Thema Überschwemmung. Ich glaube, Überschwemmung wird auf jeden Fall nicht kommen, wenn dann als Live-Event. Und, oh Bruder, jetzt bitte kein Baum, nicht auf dem Baum, nicht auf dem Baum, nicht auf dem Baum. Danke, wenn dann als Live-Event wird das kommen, denke ich mal. Wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann. Er hat auch gesagt, dass die Devote dieser Krater hier überschwemmt werden soll. Das kann natürlich alles sein. Und ich kann mich natürlich jetzt auch richtig sozusagen täuschen.
dass das alles nicht kommen wird und so weiter und so fort. Aber meine ganz ehrliche Meinung ist, ich glaube, das wird nicht kommen. Außerdem meint er, ein neues Item wird kommen, da wir ja hier in Wailing Woods zum Beispiel ein so ein Pond. Na, wie heißt das jetzt? Portal haben, wo wir reingehen können und dass das als sozusagen wie der Taschenrift als neues Item kommen wird. Aber ich finde, dafür wurde. Okay, jetzt mache ich keine Welle, ich habe keine Materialien. Und auch nicht so viel Leben. Okay, ich will eigentlich gar nicht gegen dich kämpfen. Weil ich auch überhaupt gar keine Materialien habe. So, machen wir mal kurz weiter. Nebenbei. Ich glaube auch, dass. Was er auch noch meinte. Also, dass dieses Teleportations-Item kommen wird. In dieser Hinsicht wie der Riss, dass man denn eine Stelle auf der Karte auswählen kann, die denn. Wo man denn. Och, Bruder. Wo man denn sich sozusagen einen Punkt auswählen kann, wo denn auf der Karte man jetzt hinteleportiert werden sollte. Ich finde, das ist viel zu OP. Und das wird auf jeden Fall nicht kommen. So, komm, hau mal bitte kurz ab. Danke. Das wird auf jeden Fall nicht kommen, weil ich glaube, das wäre einfach viel zu OP. Was auch kommen sollte, was er meinte, wäre ein neuer Foodfight und dass gleichzeitig ein neuer Skin kommen soll. Sozusagen wie. Die Tomate vom Tomato Temple und der Dörrburger Skin. Glaube ich nicht, dass das so kommen wird. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Karte ist ja ziemlich. Da oben ist einer. Aber wir sind hier ziemlich beschissen. Es leben auch nur noch 9 Leute. Dass es sozusagen neue Foodfight geben kann. Das glaube ich auch, dass das sehr realistisch ist. Dass das kommen wird. Und. Ich würde mich dann auch, wenn es so sein sollte, dass sowas kommt, sehr darauf freuen. Oh, ich bin hier gerade so weltoffen, ne? So. Was auch kommen soll, meinte er, ist eine neue Mittelalterzeit. Was ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen kann. Oh, wir haben sowas von gar keine Materialien. Das ist so schlimm. So, ich würde sagen, wir rennen jetzt einmal kurz weiter rein. Weil da ist mir zu viel Action gerade. Ich habe einfach viel zu wenig Materialien. Um da jetzt protecten zu können. Dass eine neue Mittelalterzeit kommt, aber diese hatten wir ja schon in Season 2. Und ich fand auch die Begründung ein bisschen komisch, weil die Armbrust jetzt wieder drin ist. Aber wir haben nichts zum Healen mehr dabei. Ich glaube, das war's gleich für uns. Die Armbrust dabei ist, dass die. Na, sag schnell, dass. Der. Dass. Bruder. Leichte Überforderung wegen gleichzeitig spielen und reden. Dass das Jagdgewehr so genau auch ziemlich mittelalterlich ist und dass er sich sehr gut vorstellen könnte, dass eine neue Mittelalterzeit kommt. Ich muss dazu sagen, dass ich das eher weniger glaube. Dass jetzt nach den ganzen. Hier haben wir ja übrigens die Hunting Rifle, wenn wir schon mal beim Thema sind. Ich glaube eher, dass es nicht kommen wird. Oh Bruder, bitte heal stuff. Wieso habe ich denn die Biggies nicht mitgenommen? Wieso?
So, One-Shot. Also wenn wir das Ding jetzt hier noch gewinnen, dann drehe ich hier Rad am Rad. Da will ich dafür auch 5000 Likes haben. Ja, dass diese Mittelalterzeit kommen wird, glaube ich eher nicht. Weil... Ich glaube, sie werden irgendwas machen, was richtig reinhaut. Und generell diese ganzen... Ja, das und das kann kommen, das und das kann kommen. Das sind ja auch alles nur ganz grobe Vermutungen von den Leuten. Naja, jetzt no disrespect gegen die. Aber ich glaube, dass einen Monat vor Seasonbeginn Epic Games nichts liegen wird. Also, dass diese Leaks, diese Skin-Leaks und so weiter und so fort, alle gewollt sind. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Das ist so offensichtlich wie das Arm in der Kirche. Nice, einer. Scar. Okay. Konnten wir sogar noch so mitnehmen. Ach, Bruder, das war dumm von mir. Das war einfach nur dumm von mir. Das war so dumm von mir. Oh, das war es dann natürlich komplett. Das war schlecht gespielt von mir. Dass diese Mittelalterzeit kommen wird und nur weil die Armbrust und so weiter da ist, glaube ich nicht, dass es kommt. Ich glaube es einfach nicht, weil die Armbrust, die gab es schon zu Valentinzeiten und früher auch schon wurde sie öfter reingepatcht. Und das Jagdgewehr können mittelalterlich sein, aber ich glaube es eher nicht. Noch ein Item hat er gesagt, das weiß ich jetzt aber nicht mehr so ganz, aber das ist eine Mittelalterzeit. Kommen wird, glaube ich nicht. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Die Season 8 Leaks, die bisher bekannt gegeben worden sind, davon finde ich zwei realistisch. Und zwar einmal, dass es ganz mehr frühlinghafter sein wird und dass ein neuer Footskin geleakt wird, beziehungsweise veröffentlicht wird. In dieser Hinsicht würde ich sagen, es war eine schöne Runde, 3 Kills, besser als meine ganzen vorherigen Videos. Platz 5, war ein bisschen schlecht gespielt von mir, dass ich kein Heal-Stuff dabei hatte. Aber ich würde sagen, in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag auf YouTube oder live. Euer Artian, aka Gamer 100. Haut rein.